Servus Leute, willkommen zurück zu Mega Man 11. Zweite Wildly Stage. Ich habe im letzten Part. Oh, gute Musik. Ja, im letzten Part war ich ziemlich lustlos. Tut mir leid, aber sowas gibt es bei mir auch. Und ich werde mich dann nicht zum Spielen zwingen. Wenn ich dann keine Lust drauf habe, dann mache ich es einfach nicht. Jedenfalls. Ah, so triggert dich. Habe ich richtig gute Laune jetzt und ich habe irgendwie gemerkt, dass die Laune in diesem Let's Play mal hin und her springt zwischen gut und schlecht und gut und schlecht und... So, Moment. Und heute ist der erste... Moment. Zack, 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 genau. Der 1. September. Für mich ein besonderer Tag, weil das ist der Geburtstag unserer Mutter. Und heute haben wir gefeiert, gegrillt und leider... Okay. Kurz konzentrieren. Nein. Aua. Verdammt. Nein, der verfolgt mich ja. Weg, weg, weg. Gut. Das Vieh kommt näher. Gut, gut, gut. Jedenfalls, heute ist der 1. September. Ein besonderer Tag für mich, weil es der Geburtstag unserer Mutter. Heute wurde gegrillt, gegessen und ich war leider ein Großteil in der Arbeit. Deswegen habe ich fast alles verpasst. Aber ich kam dann trotzdem noch dazu, was zu essen. Es ist schön gegrillt. Das Schöne ist, auf einem Grill kann man fast alles raufhauen, worauf man gerade Lust hat. Bei uns gab es unter anderem Hühnchen, Würstchen, Fleisch und ja, Gemüse. Hier, wie heißt das jetzt? Pfirsich, genau. Mh, lecker Pfirsich. Und leider, leider keine Ananas, was ich leider nicht so gut finde, weil ich liebe Ananas. Das weiß jeder, der mich kennt. Aber trotzdem war der Tag heute eigentlich ganz gut, bis auf, dass ich mir in der Arbeit den Ellbogen an einem Eisengitter angeschlagen habe und dann noch später am selben Eisengitter den Hinterkopf. Und auf dem Kopf ist mir auch was gefallen, deswegen habe ich eine ganz, 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 ganz kleine Platzwunde auf der Stirn. Also wirklich, die ist so klein, dass sie eigentlich nicht erwähnenswert ist. Genau, hier war einer. Und ich habe gemerkt, dass... Moment mal, ich stehe falsch. So. Oh, das war gut. Ich dachte, ich sterbe. Nee, was laber ich da für einen Blödsinn? Ich dachte, er packt sein Schild wieder aus. Gut, das lief auch besser als erwartet. Und jedenfalls, heute war... Oh ne, Moment. Nein, nein! Stimmt, das lapsert ja! Weg da, weg da! Ah! Genau, wahrscheinlich... Nein! Ich bin zu früh gesprungen, ich hab's selbst gemerkt. Egal. Diesmal werde ich so machen, wie ich es im letzten Part gesagt habe gegen Ende. Von wegen, ich werde jetzt erstmal... Vor allem, ich starte auch hier, das ist ja noch besser. Aua. Wow! Vor allem, ich habe gegen Ende des Parts noch was getestet. Warum? Achso, er schießt zweimal. Er schießt einmal? Na, egal. Warum habe ich diesen Test nicht angehalten? Kann mir das irgendjemand sagen? Naja, was soll's. Wie gesagt, der heutige Arbeitstag war an sich ganz gut, bis auf ein paar Mini-Unfälle meinerseits. Aber irgendwie ist am heutigen Tag nicht wirklich was passiert, weil ich habe einen Job erledigt. Also sollte eigentlich nur was von A nach B transportieren und irgendwie
waren die Leute sich dann unschlüssig, wo das hingehören soll, weil eigentlich müsste man es raus im Fuhrpark bringen, das was ich gemacht hatte, aber irgendwie war draußen der Platz dann belegt und dann musste ich wieder rein, musste wieder fragen, wohin es jetzt gehört und dann hieß es ja da und da und irgendwie dann doch nicht und es war irgendwie dumm. Nee, doch, das war's auch, aber irgendwie. Nein, Latzan! Ich spring zu früh. Irgendwie war es ein bisschen kompliziert heute. Hau ab! Gut. Oh, nicht schon wieder. Oh, gut, 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 gut. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ja, ganz schön knapp. Jedenfalls habe ich heute effektiv eigentlich nichts gemacht, weil ich nur von A nach B gegangen bin, habe gefragt, wo ich dies und das hinstellen soll. Irgendwie hieß es ja erst da, dann da und hieß es ja, frag den und den und den und keiner hat eine Antwort gewusst, eine richtige. Aber warum bin ich vorgegangen? Ich glaube, der hätte mir nichts tun können, wenn ich links in der Ecke gestanden wäre. Aber im Endeffekt musste ich dann das, was ich eigentlich von A nach B geräumt habe, erst recht wieder zur Ausgangsposition räumen. Super, nicht wahr? Na gut. Und am Nachmittag gab es dann eine Besprechung wegen dieser Corona-Scheiße. Und ich musste ganz im Ernst, ich musste mir heute schon so viel Scheiße anhören. Es würde jedes Klo verstopfen. Moment, zack, zack, zack. Ja, ein bisschen zu früh, aber egal, ging trotzdem. Jedenfalls, der heutige Tag war an sich recht angenehm. Das war gut. Und falls es oftmals so rüberkommt, als ob mir dieses Spiel nicht gefällt, das stimmt. Nicht ganz. Also es an sich gefällt mir das Spiel, aber es ist ja so, dass, das Problem ist, ich zähle dieses Spiel hier zur Classic Mega Man Reihe dazu, weil es ist ja Mega Man 1 bis 11. Das sind ja Classic Reihe und dieses Spiel ist irgendwie nicht so gut, weil da fand ich Mega Man 1 bis 6, 9 und 10 wesentlich besser. Achso. Stimmt ja, ich muss mal. Nein! Ich frage jetzt nur. Nein, nein, nein! Wow, wow, wow! Ach, ich bin gesprungen. Warum habe ich das getan? Kann mir das irgendjemand sagen? Ja, das war gut! Ah, das war dumm. Warum bin ich gesprungen? Kann mir das jemand sagen? Ich habe schon im letzten Part gesagt, dass dieser Bosskampf ziemlich einfach ist und ich stelle mich einfach blöd an. Moment, Latza! Ich war zu langsam. Ich habe überlegt, ob ich oben oder unten gehen soll. Und zur Not habe ich mehr als genug Zeug, aber im letzten Part habe ich es auch nicht hinbekommen, weil ich mich einfach blöd angestellt immer. Ich habe mich immer blöd angestellt, so. Und deswegen, weil heute so ein cooler Tag ist mit Birthday und so. Will ich heute auf jeden Fall gute Laune beibehalten. Nein, 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 nein. Ja, ja. Ich habe verfehlt, oder? Ja, getroffen. Ah! Ja, Link, ich dachte, er killt mich jetzt. Moment, Moment, da oben. Ja? Ja, war auch gut. Erstmal aufs Ausweichen konzentrieren. Nein, die Dinger! Stimmt! Aua. Die machen Schaden ohne Ende! Haut ab! Moment, jetzt! Ja!
Mann, ich bin gesprungen. Ah, dumm. Erstmal ausweichen. Geht doch! Mit ein bisschen Konzentration ist er schaffbar. Und ich habe mich im letzten Part so blöd angestellt, aber ich habe doch gesagt, er ist einfach. Eigentlich. Warum ist dieses Zahnrad da rot? Achso, stimmt ja, weil es eine Stage ist, die ich noch nicht gemacht habe. Geschafft habe. Soll ich safen? Na komm, auf einem Extra. So, E-Tank habe ich nicht verbraucht, oder? Ne, ich habe ein paar Leben verloren. Das Spiel hängt sich jedes Mal auf. Also, es hängt sich nicht auf, aber es stockt. Ich glaube, das ist bestimmt auch einer der Gründe, warum ich dieses Spiel nicht No-Def machen werde. Weil ich hasse sowas, wenn das in der Aufnahme passiert. Ja, ich weiß, ich weiß. So, nächste Wily Stage. Zumindest können wir sie uns angucken. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt schaffen werde, aber... Aber die Musik... Ich muss sagen, hier, also... In dieser Stage in... wie heißt das nochmal? Tundra Man Stage und... Bounce Man Stage, glaube ich auch. Und wer war noch? Noch irgendjemand, der Acht Robot Master, hat er auch eine coole Stage-Musik. Weg, weg, weg! Yeah! Ne, Moment, Grade 8, oder? Ich wette, hier wäre dann auch irgendwo was. Ach, Scheiße. Gut, ich habe mehr als genug Leben. Ich glaube, das wird ein Kampfmarke Leben verbrauchen, bis ich auf Null bin und dann Items schlucken. Die Frage ist nur... Wobei... Nee, ich glaube, ich mache so, ich werde hier erstmal Waffen testen und dergleichen und werde alle meine Leben verschwenden, nicht die E-Tanks. Und werde dann, wenn ich Game Over gehe, Leben aufstocken und hier nochmal reingehen. Gut, links oben. Blockman. Okay. Wisst ihr was? Ich werde mir jetzt, weil ich ja auch nicht blöde bin. Ja, ich habe hier in so einen Flaschenöffner. Das ist mehr so eine Art Gabel. So ein Plastikflaschenöffner hier unten. Das zum Henker. Warum habe ich am 8.6. Termin? Der ist doch schon lang vorbei, der 8.6. Habe ich den Termin eingehalten? Nee. Egal. So, wo ist mein Stift? Da. Ich habe zwei so Kugelschreiber, also, ich weiß nicht, ob es einige von euch wissen, aber ich habe so einen Touch-Monitor. Also so ein Monitor mit Touchscreen und ich habe da zwei Kugelschreiber mit dabei, die fungieren quasi als Stifte für diesen Touchscreen. Trotzdem, wenn, dann mache ich es immer mit den Fingern, aber ich verwende ihn eigentlich nie. So, hier ist B, Blockman, oder ich schreibe BL, so. Was hat Blockman als Schwäche eventuell? Säure. Ne? Blast. Ja! Aua. Hat das Schaden gemacht? Wow, wow, wow! Blast ist tatsächlich deine Schwäche. Glaube ich zumindest. Also ich kann den Dicken auch damit vernichten. Ja! Aua. Wow. Nein! Ah! Oh. Ich habe zwar geslidet, aber ging es nicht aus. Okay. Du hast... Hat die alle mit.
einen Anfangsbuchstaben, oder? Ja, gut. Du hast C als Schwäche. Nehme ich zumindest an. So, dann der nächste hier. Wahrscheinlich, ja, Säureman. Du hattest Eis, glaube ich. So, Moment, dann mache ich hier ein AC für Acid. Das sieht jetzt mehr aus wie ein G, aber egal. So, Snowstorm. Ich weiß gar nicht mehr, wie du gingst. Ja. Tatsächlich sind mir die Kämpfe jetzt gerade ein bisschen egal. Ich möchte jetzt erstmal gucken, wer wo ist. So, links unten ist... Oh, hier, Fuseman. Okay, links unten ist Fuseman. Ach, ich hab den letzter an. FU? Was könnte Fuse als Schwäche haben? Blöcke? Ah, dafür muss ich ihn erstmal treffen. Bringt das was? Ja, das bringt irgendwie nur ein bisschen. Oh, Bounce Ball! Ich glaube, der Bounce Ball hat was gebracht. Das sollte ich mir jetzt mal merken. Okay, Bounce Ball. So. Jetzt teste ich ihn aber an. Ich hoffe, ich merke es mir. Wenn ich nachher noch ein Leben habe, teste ich... Iceman, du hast 100 pro Feuer. Also du bist nicht Iceman, aber du bist Tundra-Man. Also irgendwie seid ihr alle Icemans. So, Feuer. Achso, ich sollte mal schreiben. TU für Tundra. Ich wette. Ja, dafür muss ich dich erstmal treffen. Bringt das was, oder? Ja, stimmt ja. Das Power Gear habe ich auch noch. Oh, mein Power Gear ist weg. Hm. Achso, stimmt ja. Ich habe kein Feuer mehr. Elegant! Ich glaube, mit Schwäche sind die nur noch schwerer. So. Moment. Blockdropper. Moment, da muss ich. BL für Block. Säure ist. Im Moment, C war Crush. Crush Blast. AG. AS. AC. Was laber ich da für ein Blödsinn? Das ist Tundra Storm. Tundra Sturm. Du bist Tundra Man. Du hast Feuer, das heißt. BT. Jetzt zum nächsten. Flame Man. Torch Man meine ich. Den geilen Hintergrund. Was hattest du als Schwäche? Elektrizität? Ups. Nee, das ist der Pile Driver, genau. Moment, dann haben wir hier. Torchman und du hast den Pile Driver. Schwäche. Den Tombstone Pile Driver, genau. Gut, dann kannst du mich mal umbringen. Ich kann mal gucken, was du so drauf hast. Ach, er kommt nochmal. Ach, stimmt langsam, langsam. Langsam. Und er stimmt auf mich drauf. Hoi, hoi, hoi. So, wer ist da? Oh, fuck. Impact Man. Du hattest die Blasts, oder? Moment. Impact Man, welche Schwäche hast du, verdammt? Ja, super. Nein! Oh.
Irgendwie nicht. Bounce Ball prallt ab. Alt Driver nicht. Hat irgendjemand Elektroschwäche? Nein! Oh, ich bin genau unter ihm gelatscht. Na gut, dann lasse ich den erstmal. Dann gucke ich erstmal, wer hier noch im Moment Bounceman fehlt noch. Ja, und du auch noch. Was hast du als Schwäche? Das habe ich noch nicht. Die Säure fehlt. Der Donnerschlag fehlt. Okay, das ist es nicht. Na super. Ich will gucken. Ja, ich weiß. Ich glaube, das. Ne, es bringt gar nichts. Macht einen Schaden. Dumm, ich habe mich aufgeschrieben, in welcher Kapsel der war. In welcher Kapsel war ich jetzt? In der ganz rechten unteren, oder? Moment, nur für zwischendurch. Ich muss sowieso gucken, wegen den Schwächen. War der jetzt rechts unten? Ja, war er. So, Blastman. BL. So, jetzt gucken wir mal. Steine. Bringen nix. Säure bringt nichts. Seine eigene Waffe wahrscheinlich nicht. Das habe ich getestet, bringt auch nichts. Bounce Ball. Bringt auch nichts. Feuer. Feuer! Das macht sogar sehr viel. Aber Moment mal, hatte ich nicht Feuer schon? B-Torch auf jeden Fall. So, da mache ich ein paar Striche drunter, dass es definitiv bestätigt ist. Das heißt, du kannst mich jetzt killen. Den Move müsste ich noch irgendwie herausfinden. Moment, wer fehlt denn dann? Bounceman. Gut, hier ist Bounceman. Welche Schwäche hatte ich denn noch nicht? Irgendwas fehlt. Moment, die Säure hatte ich noch nicht, oder? Und bei Impact Man habe ich die Schwächen noch nicht herausgefunden. Okay, mach mal Säure. Oh, ich bin doch echt dumm. Ne, die Säure ist es nicht. Was? Hä? Was fehlt denn? Piledriver? Nee. Elektrizität kann ich mir auch nicht vorstellen. Ne, Elektrizität ist es definitiv nicht. Säure ist es nicht, Elektro ist es nicht. Piledriver? Nee, oder? Eigentlich habe ich keine Lust mit dir zu bouncen, ganz im Ernst. Wow! Okay, der Piledriver. Hä? Okay, Piledriver, der ist auf jeden Fall auch bestätigt. Wird auch ein Gekrake drunter, das heißt, die zwei rechten habe ich schon. Dein Move ist übel. Okay, jetzt setzt er sich zusammen. Aua, hat er mich geklatscht. Aua, bin ich doof. Wow, ich dachte, ich werde ich habe nichts gesagt. Okay, theoretisch könnte ich dich jetzt killen, oder? Wenn ich nicht in deine Hand reinspringe. Okay, zwei Leute sind schon mal bestätigt. Also Feuer gegen Blast und
Tide Rider gegen Bounce Man. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich weiß jetzt nicht, was Impact Man für eine Schwäche hat. Ich würde sagen, ich guck nach, aber es war lame. Das Spiel hängt sich mal wieder auf irgendwie. Sei ruhig. Nein, das will ich nicht. Ich will raus aus dem Shop. Ach so, so. Ja, stimmt ja, stimmt ja. Irgendwie vergesse ich es jedes Mal. So, hier ein Safe. Und dann würde ich sagen, das war Mega Man 11. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht.